So, servus liebe Freunde des gepflegten Simracing. Es ist wieder soweit. Sonntagabend, wie alle zwei Wochen, es ist Race Day. Und wir fahren heute wieder in der F1 Online Liga Xbox Variante, FH3. Und wir sind in Mexico City unterwegs mit am Start, wie immer, der Hufidan. Servus Hufidan. Servus. He just wants to get past his teammates, which he does. Oh, no, he's got a puncture. They made contact. Sekunden, dann geht's schon los. Mega pünktlich, ne? 19 Uhr. Wie immer. Wie immer, genau. Puh, bin aufgeregt. Ich auch, auch wie immer. Na, das hoffe ich auch. Ja. Ja, ja. Ja, Mexiko, wir haben es im Training schon angesprochen, mega interessante Strecke eigentlich. Ich liebe die Strecke. Viele mögen sie nicht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, habe ich schon mal gesagt, aber ich gut. Ich fahre übrigens mit ausgewogen, gell? Ja, ich auch, ja. Von dem her, ich bin gespannt, wie es heute ausschaut. Ich auch, ja. Was es uns bringt, quasi, ne? Ich muss erstmal mein Setup da reinknallen. Oh ja, danke, dass du es sagst. Ich ja, nämlich. Ja, wäre schon wichtig, ne? Ne, dass wir damit so vorgegebenen ausgewogenen Zeug rumfahren, genau. Standard-Setup. So. Mein Headset läuft wieder über den Controller. Also auch nicht wundern, ja, ich weiß, wenn ich wieder weg, genau, wenn ich wieder weg sein soll. So. So. Wenn wir drin sind, schaue ich gleich mal ins Wetter. Ist schon wieder lahmarschig heute, gell? Ja. Oh, gut. Oh, Rennen am Anfang Regen. Ah, schade. Aber gut, ja. Ist halt so, ne? Ja, war fast zu erwarten, ne? Dass richtig. Irgendwann mal. Aber gut, von mir aus, ne? Solange es nur am Anfang ist, ne? Richtig. Halt, so wie USA geladen, das ist schlecht. Ich soll jetzt schlecht, ja. Wegmacht, Mexiko laden, ja. Oder? Fein. Wir sind heute leider nur 12 Leute. Das heißt, es ist wie gehabt, wie beim letzten Mal schon. Es wird eine ganz entspannte Runde gefahren, damit man ins 2 kommt. Genau. Das heißt, das Q1 sollte noch nicht allzu spannend werden. Da hat sich viel getan, ja. Bei meinem Setup, wenn ich mir das Aldi anschaue, ja. Ja. So, ja, ich aber auch extrem viel. So. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Schade, dass es regnet. Ja, sehr schade. Sehr schade. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ist richtig. So, ja, das ist eigentlich jetzt wirklich ärgerlich. Aber. Vor allem 0 bis 45, ne? Was ist das? Also ja, für das Zeitangaben. Das kann 10 Minuten sein, das kann 45 Minuten sein, ne? Richtig. Ich fahr mal los. Also es scheint im Qualifying trocken zu bleiben. Thank you.
Kein Gezeit in die Runde. Geht das wieder los, diese Umstellung zur PC-Version. Ne? Daniel, bist du da? Hallo? Hallo? Jetzt, ich rede die ganze Zeit und denke, dann antwortet der mich nicht eigentlich. Hallo? Ich auch. Ich hatte mein Mikro hochgeklappt. Also. Na, jetzt halt läuft es. Bist du eigentlich schon draußen oder so, oder? Jetzt bin ich wieder draußen. Ich war gerade draußen, musste aber wieder zurück in die Box, weil ich, wie gesagt, eben mit meinem Lenkrad gerade ein wenig Probleme hatte. Mit was ist denn der Frankfurt Driver gerade 1,15 irgendwas gefahren? Mit Wedge. Aha, okay. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, sollte das eigentlich nur eine entspannte Runde werden. Da sowieso alle ins Q2 weiterkommen. Ja, mal wieder die Umstellung Xbox und PC. Katastrophe, ich sag dir, das ist echt scheiße. Also das ist wirklich übel, ne? Ja. Oh Mann, hey. Also da, wie gesagt, freue ich mich dann tatsächlich schon auf die PC-Liga. Ja, gib mir auch. Ich bin in Handschuh reingekommen übrigens. Ah, super. Zur Info, ich habe gestern wieder so viel gestochen an Lücke. Und seitdem ist mein linke Hand. Warte mal, ich fahr bloß mal ganz kurz was. Ja, ich erzähl's ja nicht dir. Oder stört dich das? Dann bin ich durch. Du erzählst es nicht mir. Nee. Die hab ich dir schon erzählt gestern. Nee, alles gut. Passt schon. Euch erzähl ich später. Euch einem Zuschauer. Ich hänge gleich nochmal eine hin. Ein wenig falsch.
Ja, dann muss ich aber jetzt trotzdem mal Geschichte erzählen. Ja, das ist ja so wichtig, als jetzt nochmal. Ich habe jetzt mir gestern irgendwie so einen extrem üblen Mückenstich eingefangen. Meine ganze linke Hand ist angeschwollen. Ich arbeite also seit heute früh um 8 dran mit Cortison-Salbe und Fenestil-Tropfen, die Schwellung wegzukriegen. Ja, was tut man nicht alles für so eine F1 Online-Liga-Rennen? Ah? Wie wenn ihr dafür bezahlt wäret. Das ist verrückt. Alter. Auf jeden Fall, ich kam in Handschuhe rein. So. Das war es eigentlich ja schon. Im Wichtigsten. Ja. Ja, das ist ja schon mal was. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, schauen wir mal. 5% abgenutzte Mediums, das passt. Ich hoffe nur, dass es nicht zu lang regnet und dann, ja, dass wir nicht gleich mal raushauen. Also ich hoffe im Regen, dass es relativ schön wird. So, naja, gut, bin zufrieden. Jetzt haut meine ganze Strategie über den Haufen. Meine auch, und ich überlege jetzt wirklich, wie ich dann fahren soll. Soft, soft. Je nachdem, soft, wie lange es halt regnet, wenn es wirklich bis zur Hälfte geht, soft, soft. Die Soften halten 17 Runden, ja, oder 18 soft Runden. Medium. Bis ja, bei 35 18. Runden. Ha? An der 70 hast. Aber ja, oder soft du, medium, weil wenn es bloß... Ja, soft medium, wer ist weiß, eine Möglichkeit. Ja, wenn's lange regnet, gehe ich wahrscheinlich auf soft, soft. Wenn es kurz regnet, dann gehe ich soft, medium, denke ich. Ja. Dann wechsle ich auf Soft und dann mache ich so lang wie es geht, gehe dann auf Mediums. Ja. Oh, im Qualifying soll es am Schluss auch regnen, im Q3. Echt, oder? Also jetzt angeblich halt, aber ja. Plus 45, nee, dann regnet es nicht. Komm mal raus hier. Mhm. Wo haben wir denn den weggematscht? Ja, haben wir nicht. Ist vor mir irgendwie an oder hinter mir oder was ist das? Weiß ich nicht. Vor mir, hinter mir, neben mir, da geht es nicht. Ich sehe jetzt keinen. Viel Erfolg. Dankeschön.
das Wegmatt des Softs. Der beendet jetzt auch seine Runde. 1:15:3. Knapp 2 Zehntel schneller als Frankfurt Driver. Nee. Also geht noch was. Es ist scheiße gewesen. Es ist scheiße gewesen. Turn 1 und 2 scheiße gewesen. Ja, oh, aber die Zeit ist ja okay. Ja, aber die Runde war scheiße. Kennst du es? Ich meine Zeit, ja. Ja, ja. Aber Runde halt. Gekackt. So. Mann. Ja, gut, okay. Alles fertig, wir sind bereit. Jetzt fahr ich auch mal. Ja. Ja, wir haben einen Zuschauer, herzlich willkommen. Verrückt. Sonntagabend, einen Zuschauer. Mega. Freut mich. Läuft das bei dir? Ich fahr gerade. Oh, sorry. Die beiden Alpha Tauri Jungs sind schon gut dabei. So, 1:15:2. Auf dem ersten Platz. Vor seinem Teamkollegen. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Auch nicht so prickelnd gewesen. Ja. Auch Kurve 1 und 2 bei mir. Ja. Und dann hinten aus dem Stadion raus. Letzte Kurve. Schlecht beschleunigt und schlecht beschleunigt. Ja. Und dann. Ja. War bei mir auch. Brady ist raus. Westvibe auch. Das wird wieder spannend mit dem Frankfurt Driver da vorne. Ich denke auch, ja. So, aber Luca Toni, das ist schon eng beieinander da, ne? Ja. Das ist sehr viel dazwischen. So, ich werde gleich rausfahren. Ich auch, ja. Bevor das auch. Wetter schlechter wird. Also besser wird die Strecke nicht. Ich habe es gerade angeguckt. Es wird im Gegenteil, es wird halt wolkiger. Genau. Somit kälter die Strecke. Also viel ein bisschen der Grip. Bereit? So. So. Die beiden Alpha Tauri sind die ersten aus der Box raus. Um genau zu sein, Wegmatt ist hier der erste und hinter ihm Hofi dann. Dann kommt Frankfurt Driver mit Bull, Pascal Vettel, Kart und das müsste der Mercedes von Luca Toni sein, genau. Und dann die beiden McLaren Jungs, Jason und Cortega, die sind nicht rausgefahren. Wegmann beginnt jetzt seine Hotlap.
gefolgt von seinem Teamkollegen. Sektor 3 war gerade gelb, ich denke mal, da hat Pascal Vettel einfach nur Luca Toni durchgelassen. Der wollte ihn da jetzt nicht auf Keks gehen, wenn die beiden ihre schnelle Runde fahren. Das ist ja blöd für beide dann. So, jetzt wird die Esses. Vorne links gerade blockiert. So, 1:15:033. Weg. Ruf wieder nicht so schnell, nur 1:15:06. War jetzt nicht die optimalste Runde, glaube ich. Das sind für Zeit. Meine Maschine. Ja. Ah, okay. Dann geht es. Brich hier ab. Ja, 1:15:033. Okay, sehr gut. Na, danke. Lag aber viel. Hab noch zwei Zehntel rausgefahren. Ja, ich meine, in Anbetracht dessen, was im Training von uns drin war, hast du 1:14:02 gefahren, da ist noch eigentlich ja, noch gut, viel drin. Ja gut, ich glaube aber da war die Strecke halt einfach mega, ne? Da ja, hat man strahlenden Sonnenschein und ich weiß nicht wie viel Asphalttemperatur. Ja. Das ist halt hier jetzt nicht mehr ganz so, ne? Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Yes! Super, das war die schnellste Runde. Das kann ich nicht mehr hören, langsam. Ja. Was? Yes, kann ich nicht mehr hören. Warum? Das ist so scheiße, Alter, ehrlich. Das kann ich mir nicht wahr sein. Das machst du doch absichtlich, oder? Was? Wir trainieren zwar wochenlang irgendwie, keine Ahnung, du reißt nichts, fährst 1:15, keine Ahnung, was? Und dann Liga-Rennen Q3.
fährst du 1.14.7. Also stimmt doch gar nicht. Ich bin im Training bin ich auch 1.14.8 bin ich gefahren. Gar nicht wahr. Natürlich. Ach. Das eine Training hatte ich ja 1.14.8. Mein Gott, ey. So, wissen wir schon, was man es weitergeht oder wie? Ich denke um 8. Vermutlich, jetzt fängt es schon schiffen an. Hatte ich Glück, Alter, dass ich noch im Trockenen eine Runde fahren konnte. Ja. Ja, das war echt arschknapp jetzt. Ja, ich bin rausgefahren und Hälfte der Einführungsrunde im Sektor 2, sagt der Chef, wir glauben, dass es bald zu regnen beginnt. So, das war's. Also, Rufi dann ist auf Pole, gefolgt von seinem Teamkollegen Wegmatt. Franco Driver auf 3, Luca Toni auf 4. Splack auf 5, dann von Kasi auf 6. Auf 7 ist Pascal Vettel. Cortegas auf 8. Jason auf 9 und Fliss ist auf Platz 10. So, die Einführungsrunde beginnt. Ja, aber der fährt halt damit falsch, ne? Ja gut, ändert ja nichts, ne? Ja, leider. Ja, hoppele. Boah, trägt einen da raus. Ist verrückt, ja. So, da schon wieder. Eieiei. Also das wird witzig, du. Ja, das wird witzig. Ich hoffe einfach, dass ich im zweiten Stint dann noch eine Chance habe. Ja, also bei mir auch. War jetzt leider auch nicht großmächtig was riskieren. Ich auch weil nicht. Die werden mich einfach überholen, das ist halt bei einfach so. Ne? Ja. So, viel Erfolg weg, Matt. Dankeschön, dir auch. Danke. Bin. Die restlichen jo. Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Mein Controller irgendwann mal wieder auf die Startampel. Jo. Und es geht los. Guck mich das an. Fast neben ihn. Ja, oh, und Fliss direkt raus. Wow, da steht er da vorne in der ersten Kurve. Schon direkt ein virtuelles Safety Car. Okay, krass. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf na, grüne was ist Flaggen denn jetzt? Warten. Ja, das war ja jetzt mal assi. Boah.
Wegmann ist jetzt auf Platz 3. Franco Driver hat ihn überholt, das Safety Car ist vorbei. Der Hofi dann. Also ich glaube, der fährt da wirklich mit einem Trocken-Setup. Oder sein Regen-Setup ist einfach nicht perfekt. Kann auch sein, aber ich glaube eher, das ist ein Trocken-Setup. Weil er hat da schon stark viele Verbremser und er fährt auch echt langsam durch die Kurven. In der F1, die fällt auch heute, da sind zum Beispiel nur 9 Leute, die wird zum Beispiel gar nicht gestreamt, erst bei 9 Leuten. Gestreamt wird nämlich erst ab 10 Leuten, ab 10 Fahrern. Also ich würde jetzt noch eine hinhängen und dann auf Trockenreifen gehen. Mach, ja. Das hat ihm nicht so gepasst. Oh, Pascal Vettel versucht hier an Carson vorbei. Komm. Oh, Sektor 1, da steht ein Mercedes, Cobretti. Ja, hat er da Schaden bekommen beim Dreher oder? Ja, schaut nicht so aus. Sieht nicht so aus.
Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Wir wissen nicht, ob Trockenreifen oder Intermediates gerade besser sind. Ah, oder fahre ich noch eine? Ja, dann zeig an, weil dann fahre ich rein. Ja, dann fahr du rein. Okay. Alternative Strategie oder, in Erwägung. Ist es okay? Möchtest du die Strategie ändern oder ja, okay, den Plan rein, fahr rein. Fahr rein. Also mir egal, sag an. Nee, ich bin okay, nicht so vorbei. Also. Oh, Pascal Vettel fährt schon an die Box. Oh, Westwipe bekommt 5 Sekunden. War zu schnell in der Boxengasse. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,3 Sekunden. Das wird hier jetzt interessant zwischen den hier. Also Soft, dafür legen wir dann Jason, zwischendurch Pascal Vettel auf Mediums und dann Westwipe und Lucatoni auf Softs. Wie schon sehr schmierig, du. Ja, aber auch auf Intermediates reicht halt jetzt nichts mehr, ne? Ja, ist aber wie gesagt schon sehr schmierig noch, ne? Also da einfach nur zur Info, vorsichtig fahren, wenn du rausfährst wieder. Jo, alles klar. Bist du auf Softe oder was? Ich bin jetzt auf Softe, ja. Weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt probieren, um ein bisschen Zeit reinzufahren. Ja, ich auch. Alter, ich muss wieder aufs Klo, ne? Das gibt's nicht. Okay. Los, los, los! Ich glaube, ich gehe schnell. Ich mach Pause und gehe schnell. Bis gleich. So, wieder lässt er gerade die KI fahren. So, Ortega kann sich hier aufs Podium kämpfen. Während er hinter der KI von Hofidan hängt. Ist hier ein bisschen schwierig zu überholen, aber mal schauen, ob er es gleich versucht. Einfach innen rein dahinter in der Kurve oder. Oder so. Ja. So, Frankfurt Driver sollte er auch haben. Jetzt geht er außen rum. Mhm. Oh ja. Jetzt ist er hin und da ist er vorbei. Ach, nee, Frankfurt Driver hat ihn ein bisschen rausgedrückt. Ja, ich weiß nicht, ob das so legal war. Bin wieder da übrigens. Jo, hab schon mitgekriegt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,9 Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 8,0 Sekunden. Geht schon wieder voll. Nee. Voll nur nicht. Ja, okay. Aber wird von Runde zu Runde besser. Thank you.
der ersten Overtake an Jason vorbei, genau. Das war ein einfaches Manöver. Jason wird da jetzt auf jeden Fall versuchen zurückzukämpfen bei Alfa Romeo. Man hat da leider kein DRS, weil der DRS-Messpunkt von der zweiten DRS-Zone dieselbe ist wie von der ersten DRS-Zone. Das ist ein bisschen schade immer. Aber da kann er gut mithalten, Jason. Also vielleicht überholt er ihn jetzt gleich in der nächsten DRS-Zone. Wenn er damit auf jeden Fall jetzt auch den Flügel aufmachen können. Auf jeden Fall. Vorbeigehen wird er vielleicht auch. Jetzt Overtake auch mal, genau. Nee, hat einen kleinen Fehler gemacht davor. Oh, spät gebremst. Nicht so gut. Aber Wigbert hat auch ein paar Probleme. So, er kann den Flügel aber wieder aufmachen. Sich jetzt hier. Also es sieht so aus, würde sich jetzt zu einem guten Kampf entwickeln zwischen den drei hier um Platz 3 von Cortega, Wigmann und Jason. Cortega ist sehr stark dieses Wochenende unterwegs. Also er konnte von dem Regen am Start definitiv profitieren. Wigmann ist hinterher. Da geht er in den Rhein. Und Jason hinterher. Ja, da hinten ist er. So, Ortega jetzt leider der einzige ohne DRS in der, auf der Langgeraden, auf der geraden Strecke. Uiuiui. Der fährt eine interessante Linie auf jeden Fall. So, und jetzt jagt er seinen Teamkollegen. 5 Sekunden ist er hinter ihm. Die will er auf jeden Fall aufholen. Setzt deinen Vordermann unter Druck. Vielleicht macht er einen Fehler. Er liegt nur 2 Sekunden vorn. Dann hat er jetzt einen guten Windschatten vom Cobretti. Macht den da nicht so viel Platz?
Ah, der Reichenvorteil, okay. Deswegen hat er wahrscheinlich so viel Aufdruck auf ihn. Das waren ja jetzt über eine Sekunde innerhalb von einer Runde. Noch 5 Zehntel, 4 Zehntel, 3 Zehntel sind es noch. 2 Black versuchen hinzugehen, zu verteidigen, aber das wird nichts. Da ist Mofi dann einfach nur zu schnell. Ja, da ist er vorbei. Hat jetzt auch nochmal DRS. Und jetzt kann er seinen Vorteil da ausfahren. Na, nicht ganz. Black holt ein bisschen auf. Mofi hat sich da die Reifen blockiert vorne. Oder vorne links bestimmt. Das ist schon öfters passiert heute. Red Bull ist blau, Mensch. Ja, mich hat er auch weggeblockt, Alter. In den SS lässt er mich vorbei. In den SS. Ei, ei, ei. Ich sehe gerade, Wigman ist dahinter, Splack. Zwischen den SS durch, DRS an. Da geht er innen rein bei der Kurve. Da ist er vorbei. Jetzt sind die beiden Alpha Tauri wieder auf 1 und 2. Splack aber immer noch hinter ihm. Bisher haben die Softs noch einen deutlichen Vorteil. Das war nett clever, was sie jetzt gemacht haben. Oh Mann, ey. Scheiße. Ja, mein Gott, ey. Ich trottel echt. Ich hab's noch gesehen auf der Anzeige. Meine Fresse. Schönes Manöver. Ist er wieder auf Platz 2. Mein Gott, ey. Echt, wir haben hier kürzer nicht an euch, ne? Was passiert? Ah, das ist hohl. Also das ist hohl. Ich bin vorhin vor der DRS noch vom Gas, ne? Was ich blöderweise nicht gedacht habe, war, dass der... dass der noch DRS von dem anderen hatte. Der ist auf Overtake an und holt immer mehr auf, Wigmat. Rechts oder links? Rechts oder links? Er sucht es links außen rum. Oha. Und jetzt ist er innen in der Kurve. Das heißt, er ist vor ihm. Jawohl. Oh, und Splack ist rausgeflogen. Schade. War das schlecht. Alter, war das schlecht. Das überholen wir nicht. Ja. Eieiei, war das schlecht. Hast du ihn abgedrängt? Ha? Hast du ihn abgedrängt? Nee, nicht abgedrängt. Ich bin halt sehr weit rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen cool ist, wie hier. Weil er jetzt gar so weit hinten ist. Das war... Naja, es war nicht unsauber, ich war vorne, aber... Oh, das Flag fällt wieder zurück, ne?
Ja, elendig, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht hat Fahrgeh hab ich. Scheiße, Mann. Ja, das will ich nicht, ne? Du kannst jetzt nur mehr ändern. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Mann, das war... Ah, jetzt fühle ich mich beschissen irgendwie, echt. Ja, verstehe ich. Ich habe den aber nicht richtig weggeblockt oder so, sondern ich habe mich verbremst, kam recht weit raus, bin halt innen geblieben. Ja. Und er war aber außen, ich weiß nicht, ob mir der reingefahren ist oder was, keine Ahnung. Ach Mensch, ey. Aber wird. Also was, VSC, ich geh pinkel. Bis gleich. Jo, bis gleich. Bist du schon hinter mir? Ja. Mann, ey, also die AI fährt ja wirklich Katastrophe. Ich lasse dich vorbei, ich fahr vorbei. Oh, Rufen, der war, glaube ich, an der Box. Oder? Oder hat er einen Fehler gemacht? Also irgendwie ist sein Teamkollege da vorbei. Hat er wohl einen Fehler gemacht. Sein Teamkollege ist irgendwie vorbei. Also da war, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie 3 Sekunden Abstand oder so. Wann fährst du rein? Geplant ist 30. Okay, dann fahre ich nächste rein. Okay, fährst du auf Softe weiter? Ja. Ich auch. Das war zumindest so geplant. Ich ziehe nicht vorbei, zieh mich einfach mit. Bitte was? Ich ziehe nicht vorbei, ich ziehe mich einfach mit. Okay. Oh, die Reifen, Alter. Du fährst jetzt, ne? Ja. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde.
raus aus der Box. Ja. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Raus mit dir! Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Ach Mann, jetzt konnte ich nicht raus, weil der Jason rein ist. Ah. Ach komm. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, Wigmar ist jetzt auch dabei. Yes, hat er noch nicht. Aber der holt er trotzdem schon sehr gut auf. So, da geht er jetzt in rein, oder? Jawohl, in der schnellen Linkskurve. Okay, doch nicht. Gut. Mann, der Kurve macht aber ein paar kleine Fehlerchen. So, kommt er zu weit raus. Der Flügel ist offen. So, Rufi ist auch gleich dabei. Platz. Das Black vorbei. Das Black versucht dann zurückzukämpfen, hat aber leider kein DRS bekommen, weil er nach dem Messbild überholt wurde. Das heißt, er kein DRS und Wegmann versucht's. Wow, hey. Alter. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Das ist jetzt der Uwe-Witz, ne? Hä? Wo kommt das Black her? Wow, hey! Alter! Was ist denn jetzt passiert? Jetzt der Uwe-Witz, ne? Schade, ich glaube, er hat Frontflügel Schaden bekommen. Ich könnte kotzen, ey. Ach komm. Ach Mann. Ah, das ist jetzt unglücklich für ihn. Hast du irgendwie das Auto gerade hinbekommen und dann. Alter, ich könnte heulen, echt. Nimm's auch. Warst du innen? Ich würde es aufnehmen und einen Strafantrag stellen. Ja, ich hab's ja eh in mir. Ach komm. Ja, das ist gut. Ja, Wegmann hat er immer noch seine Probleme. Ach, vergiss es, ey, echt. Ist gelaufen. Da mache ich mir Gedanken, weil die nicht sauber in die Kurve reinfahren bin am Fahrer, ehrlich. Echt wahr. Ich habe ihn nicht mehr berührt. Bin nur die Kurve einfach nicht sauber gefahren, das war alles. Das ist ein Witz. Ja, dann stell wirklich Strafantrag, würde ich machen. Vielleicht kriegst du einen Punkt, ich weiß nicht. Ja, er kriegt auf jeden Fall Strafpunkte. Der kriegt halt Verwarnpunkte, aber für ein ich könnte echt. So ein ey, ehrlich war.
Wo bist du denn jetzt? Bitte? Achter, ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Das ist eine Frechheit. Also so zu fahren, ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich kann nun mal nicht einfach reinziehen ins Kurvenende. Wenn neben mir einer ist, dann muss ich halt ein wenig Platz lassen. Also das ist eine Frechheit, sorry. Naja, jetzt Achter, du hast ja noch viele Chancen. Jason hat Strafe, Cortega hat eine Strafe. So rauszuhauen, weißt du, fighten ja, gar keine Frage, ich muss mich nicht vorbeilassen, um Himmels Willen, aber ins Kurveninnere reinzuziehen, wenn der andere neben mir ist, na, das geht nun mal halt einfach nicht, sorry, also das funktioniert ja. Nicht. Ja, schon klar, wie gesagt, das ist scheiße. Der Backmarker Cupretti. Oha, und das war vorbei. Oh, da hat sich Jason gedreht. Da hat Bottega keinen Platz gelassen. Bottega jetzt auf 2. Wie Regen. Der Chef sagt der Regen. Wann? Von 15 Minuten. Hä? Was soll das denn? Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Sag mal, was ist denn jetzt?
Naja, versuch noch 3 Sekunden, kannst vielleicht noch rausfahren. Dann, oder wie? Ja, vergiss es. Mein Flügel ist im, meine Reifen sind im, ich bin nur am Rutschen. Ich, wenn vorm Lugatoni bleibt, kann ich mich glücklich schätzen. Ich bin nur am Rutschen. Ich komme vor wie auf einer Eisplatte. Mhm. Ich habe keinen Abtrieb mehr am Flügel, nichts mehr. Das ist vorne der Flügel links ist. Ich komme nicht mehr durch die S, ist nichts mehr, ich habe keinen Grip mehr. Es ist ich, keine aber, Chance. Aber ich ahne mal, weil die Reifen halt jetzt einfach so wegen grenzwertig sind. Okay, jetzt sind sie im Stadion gedreht. Ach komm ey, echt wahr. Kannst du in die Tonne kloppen? Keine Chance mehr, keine Chance. Alter. Du bist da mittlerweile. 7 Sekunden. Verliere zig. Ja, es wird DRS deaktiviert. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich bin nur am Rutschen. Jetzt bin ich wieder raus, der nächste. Oh, da ist was mit Wegmann passiert, der hat sich da gedreht. Wieder in der Kurve 1, 2 oder 3, je nachdem. Das ist jetzt doof für ihn. Hat er wieder ein paar Plätze verloren. Unglücklich, würde ich sagen. Also der hatte das Rennen ein bisschen Pech. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich bin nur noch am Rutschen. Ich bin nur noch am Rutschen. So, und in der ersten Kurve steht nochmal Hofi da. Wegmann war nicht natürlich. Hofi, dann fährt er jetzt vorbei. So. Nur letzte Rennrunde ist es jetzt. Ich denke mal, das holt hier Hofi dann nach Hause. Vor Alpha Tauri. Aber wir jetzt auch nicht mehr reinfahren. Das ist ja, ach ja, weißt du was? Das ist mein Flügel rot. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 35,4 Sekunden. Ja, aber du bist ja noch nicht drüber. Ja, aber gleich. Ach so, du. Wo bist du denn? Jetzt im Stadion. Ja, aber wenn es jetzt. Bin ich da vor dir? Ja. Dann überrund mich. Boah, ich komm nicht mal rum, Alter. So. Wofür dann fährt durch die letzte Kurve über die Linie und gewinnt den großen Preis von Mexiko und holt sich damit zusammen mit seinem Teamkollegen den ersten Platz in der Teamwertung. Glückwunsch. So, Glückwunsch ans Podium von meiner Seite aus. Wofür dann gewinnt und holt sich damit den ersten Platz in der Teamwertung zusammen mit seinem Teamkollegen Wegmatt für Alpha Tauri. Ja gut, liebe Zuschauer, lieber Zuschauer, das war's dann wieder na, für heute. Ja, irgendwie, ja, Katastrophe halt, ne? Ich glaube, du musst die Abmoderation machen, ich komme gerade nicht zu Randi. Echt war ey. Ja, was soll ich sagen, für mich ist gut gelaufen, für dich eben leider nicht. Aber... nächstes Mal wird es besser. Hoffen wir es. Ansonsten schönen Sonntagabend noch. Habt noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, zumindest mal ein bisschen mehr wie mir, Daumen hoch, da, hoch machen, abonnieren wäre schön, Glocke läuten und so weiter. Ihr kennt euch ja aus, ne? Dann
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Ciao. Ciao.